Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal Syster. Und ich hätte eigentlich das schon längst machen können offline. Jetzt kostet uns das wieder Zeit hier, ist unglaublich. Einmal reparieren, das Ganze. Und wir wollten eine Runde schlafen, vorsichtshalber. Kriege ich hier bloß so ohne weiteres keinen Schlaftrigger. Müssen wir also mal was machen hier. So, paar Stündchen ins Bett, ne? Ich fände das ja mega, wenn hier aus dem Auspuff noch so richtig schön die Abgase rauskommen würden, ne? So richtig tief schwarz, so. So, einsteigen. Weiter geht's. Wir sind repariert. Ne, der LKW ist repariert. Wir auch, weil wir geschlafen haben. Und wir setzen unsere Fahrt jetzt mal fort. Ich fahr ein bisschen raus. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, lieber Kollege. Ja, und immer noch 2042 Kilometer vor mir. Immer noch Aufzeichnungstag. Sonntag. Mein Schädel brummt immer noch irgendwie, keine Ahnung. Ja, und das Übliche, ne? Den ganzen Tag schreibt keiner, aber wenn ich am Spielen bin. Oh, ist aber schlagartig dunkel geworden. Oder was war das jetzt? Mal auf jetzt. Ihr wartet gefälligst, bis ich hier rum bin. So. Wir geben wieder Gas. Vielleicht wird es ja heute wieder etwas entspannter, dass wir nicht irgendwo wogegen donnern. Was liegt da denn auf dem Hof? Aha. Ja. Kann man machen. Man hätte die Paletten aber auch sauber aufstapeln können, ne? Jeder wie er mag. Okay. Wir sind unterwegs in den Zaun hinein. Hinter uns ist keiner, deswegen ziehen wir hier schon zu. Und da vorne geht's auf die Autobahn. So, der lenkt zwar nach, du willst da rein. Das habe ich mir fast gedacht. Dass ich geblinkt habe, hast du gesehen. Dass ich einen langen Trailer hinten dran habe, hast du auch gesehen. Dass ich ein bisschen Platz mache, hast du auch gesehen. Und du hast das vollkommen ignoriert, du. Die sind alle so egoistisch. Mache ich demnächst auch. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Hehe. Na, von wem stammte das? Leute meines Alters wissen's. Jüngere vielleicht nicht mehr. Ja. Samstag 5.59 Uhr. Wir haben wunderprächtiges Wetter. Das macht jetzt gerade richtig Laune, hier wieder so
über die Autobahn zu fahren, obwohl die jetzt tatsächlich voller ist an den, als jetzt am Freitag beispielsweise, was mich so ein bisschen wundert. Aber der Traffic ist nicht der meiste. Übrigens, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Und wenn ihr die Glocke zusätzlich klickt, werdet ihr auch informiert, wenn es was Neues gibt. Und ihr lauft nicht Gefahr, dass YouTube euch irgendwie automatisch wieder rausschmeißt. So, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut und ein Follow da lasst. Ich gelobe Besserung und werde da auch mehr machen. Und wer Bock hat auf Landwirtschaftssimulator 19 Roleplay, dafür gibt es unten in meinem Video einen Link. Den könnt ihr anklicken, alles weitere. Na, und so. Ja, diese Schattierung da hat mich gerade ein bisschen irritiert. So. Anko, wo kommst denn du her? Kann man so nicht ermitteln, wa? Ich habe Betonteile drauf. Sieh dich vor. Und wir fahren natürlich das, was unser Laster kann und nicht das, was wir dürfen. So, da wäre jetzt ein Parkplatz, aber den können wir getrost ignorieren. Wir fahren einfach durch. Ich hoffe sowieso, ich setze die Schlafpausen richtig, weil bis jetzt habe ich schon zwei Pausen gemacht, ohne dass unser Typ hier gegähnt hat. Das ist dann immer so ein bisschen kritisch, weil das letztendlich Zeit ist, die wir verschenken, ne? So. Hier ist Radarkontrolle, das heißt, wir kriegen gleich ein Foto von uns. Oder auch nicht. Auch gut. So, mal rüber auf die andere Spur. Das wird mir hier auf der linken Seite alles ein bisschen zu brenzlig. Wobei wir gucken müssen, wie hier die Abfahrtsspur gemacht ist. Ob sich die wieder, ne, zweiteilen sich zu einer. Ja, hier gibt es eine vernünftige Ausfahrt gibt es hier. So, aber wir müssen hier rüber. Ja, und er hat ein bisschen zu kämpfen, die Auffahrt hochzukommen. Da fehlt es dann doch wohl ein bisschen an PS.
So dieses entspannte Fahren mag ich. Straßen nicht zu voll. Da habe ich Spaß dran, ganz ehrlich. Da könnte ich auch Taxi fahren oder so. Alter, was sind da oben Vögel? Naja, hier ist Wasser, ne? Ich finde es interessant, dass dein Sound mit 100 sich genauso anhört wie mit 70. Richtung Wien. Warum nicht? Können gleich gegen Ende der Folge mal spaßeshalber auf die Karte gucken. Auf jeden Fall müssten wir gleich mal eventuell oder auch nicht, kann ja weiterfahren und den Cut während der Fahrt machen. Das spielt ja keine Rolle, die paar Meter. Ich bin ja in den Vorproduktionen. Es ist ja nicht mehr so, dass ich jeden Tag eine Folge mache, damit ich über irgendwelche Neuigkeiten labern kann. Das heißt, wenn ihr diese Folge seht, ist das, was ich hier erzähle, lang schon vorbei. Ups. Das kommt, wenn man während des Abbiegens an der Maus rumfummelt, also an der Maus auf dem Tisch rumfummelt, nicht an der Maus, an der auf dem Tisch, ne? Schon mal überlegt, mir so einen Eye-Tracker zuzulegen, aber das ist jetzt nicht unbedingt so ein notwendiges Werkzeug, was man unbedingt braucht. Zumal die Dinger wohl auch Probleme mit Brillengläsern haben und dadurch nicht unbedingt verfolgen können, wo du wirklich hinguckst. So. Aber, liebe Freunde, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende dieser Folge. Und ja, das Wichtigste habe ich schon gesagt, ne? Ich freue mich natürlich, wenn ihr morgen früh gesund und munter wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, dass wir dieses scheiß Corona-Zeit endlich irgendwann mal durchhaben. Denn ganz ehrlich, ich kann diesen ganzen Mist da draußen nicht mehr ertragen. Diese Maskentragerei, unter denen du schwitzt und keine Ahnung, das ist doch alles Müll und alles Hampelei. Nur weil sich da irgendwelche geilen Politiker was ausgedacht haben, was hinten und vorne keinen Sinn und Verstand macht. So. Meine Meinung. In diesem Sinne, wir stehen gerade hier an der Kreuzung. Passt für einen Abbruch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.